Das ist die Art von Gottesdienst, die wir uns wünschen. Wo wir hören, wie Gott im Leben der Menschen Wunder tut. Wo wir hören, wie Gott wirklich Menschen begegnet und sie dadurch aus schwierigen Situationen oder in schwierigen Lagen getragen werden und das zum Zeugnis fürs Leben haben. Oder? Vielleicht stehst du nächstes Mal hier und erzählst, was Gott Wunderbares in deinem Leben getan hat. Und ich glaube fest daran, dass er auch in deinem Leben was tut. Amen. Halleluja. Heute Morgen soll es um folgendes Thema gehen, und zwar zur Freiheit, Freiheit hat Jesus uns berufen. Und ich hoffe, dass ich das Thema in einer verständlichen und einfachen Art und Weise vermitteln kann und dafür möchte ich kurz noch beten. Vater, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für dieses Wort, das du uns gibst heute Morgen. So bitte ich dich, Herr, wir wollen alles in deine Hand legen und ich bitte um Führung und Leitung, um deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich aber auch, Herr, dass die Herzen, die heute Morgen hier sitzen, Herr, dass sie das aufnehmen können, dass diejenigen, die am Video sitzen, Herr, dass sie jetzt wirklich offene Herzen haben, um zu verstehen, worum es geht. So bitte ich dich jetzt, wirke du ganz neu durch die Kraft deines Heiligen Geistes im Namen Jesus. Amen. Wir lesen aus Galater 5, die Verse 1 bis 6. Galater 5, 1 bis 6. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Ist. Und ich musste bei diesem Wort an eine Begebenheit zurückdenken, und zwar als unsere Kinder klein waren. Wer hat schon mal kleine Kinder gehabt oder war selbst ein kleines Kind? Ah, alle. Gut. Ähm, kennt ihr diese Situation, wenn die Eltern rufen und sagen, es ist 8 Uhr, du musst jetzt ins Bett? selbst schon mal gerufen oder selbst schon mal gehört, oder? Und dann ist es doch oft so, das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Und bei uns war das sehr oft so, wir haben gerufen, hey, du musst jetzt ins Bett, räum jetzt dein Zimmer auf und dann kamen die langen Gesichter. Und dann hat man erstmal diskutiert, warum man nicht aufräumen muss und warum es doch besser wäre, das Zimmer so zu lassen und in dem Moment kamen dann aber auch so Hilferufe, hilfst du mir? Kennt ihr das? Und ja, es gab dann zwei Möglichkeiten. Die eine war, ich habe eine Strafe angedroht und habe gesagt, entweder du räumst dein Zimmer auf oder es gibt Ärger. Und die zweite Möglichkeit war, ich habe mich auf den Boden gekniet und habe gesagt, okay, wir machen das zusammen. Wenn ich eine Strafe angedroht habe, dann war es meistens so, dass das Zimmer fast nie aufgeräumt wurde und unwahrscheinlich lange damit verbracht wurde, um diese Spielsachen irgendwie in diese Kiste zurückzubringen. Raus kommen sie ganz einfach, aber rein ist es unwahrscheinlich schwer. Und dann ist es so gewesen, dass sich dass diese Strafandrohung letzten Endes, äh, ja, die hat nicht wirklich viel gebracht. Ja, Sie wussten zwar, es hat Konsequenzen, irgendein Verbot gibt es, aber sie hat nicht wirklich... Mir, mir Zufriedenheit gebracht, weil das Zimmer war nicht aufgeräumt. Ja. Also habe ich es oft vorgezogen, zu sagen: Okay, ich knie mich auf den Boden und habe gesagt, ich helfe dir. Aber was habe ich gemacht? Ich war schlau. Ich habe gesagt: Ich helfe dir, mal gucken, wer schneller ist von uns beiden. Also waren die Kinder ganz schnell, die haben ganz viel aufgeräumt und ich habe nur zwei, drei Sachen genommen und die waren sowas von begeistert, weil sie wussten, mein Papa kniet sich hier auf dem Boden und er kommt zu mir herunter und möchte mir beistehen und mir helfen bei meiner Arbeit. Ist das nicht toll? Wenn ein Kind merkt, es hat jemanden an der Seite und es weiß, ich werde nicht alleine gelassen, es wird mir keine Strafe angedroht, wenn ich es nicht tue und er lässt mich dort im Stich und geht weg und sagt, hey, wenn ich wiederkomme, wirst du dein blaues Wunder erleben. Nein, er kniet sich auf den Boden und sagt, hey, ich bin für dich da. Und das war... Zu der damaligen Zeit mehr äh, Mittel zum Zweck, weil wir wollten ja, dass das Zimmer aufgeräumt wird. Heute verstehe ich das, die ganze Sache etwas anders. Heute sehe ich die ganze Situation etwas intensiver und habe hab auch mir Gedanken darüber gemacht, wie sich so ein Kind doch fühlen muss, wenn es alleine gelassen wird. Wenn gesagt wird, hey mach, oder es knallt, oder es gibt Ärger. haben uns Kinder nicht geschlagen, keine Angst. Und, so ist es doch auch bei einem sklaven. Ne? ein sklave kriegt eine aufgabe und dann wird gesagt du machst das jetzt und du hast keine wahl. und dann war es bei den kindern so. sie hatten diese last. das zimmer sah ja aus wie als hätte eine atombombe eingeschlagen. alles lag kunterbunt im zimmer. kennt ihr diese situation? ich denke ihr seid im thema. Ähm, und dann haben sie sich natürlich geärgert, das alles aufräumen zu müssen. Aber in dem Moment, wo man sich runtergebeugt hat, war diese schwere Last auf einmal viel, viel einfacher. Und sie waren viel, viel motivierter, dieselbe Arbeit zu tun, weil es war ja dasselbe. Es, ist ja nicht, es hat sich ja nicht verändert. Die Arbeit war die gleiche. Und so ist es auch mit Galater 5,17, wenn Gott sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Gott hat sich durch Jesus Christus zu uns heruntergebeugt. Um was zu tun, um uns zu helfen und zu helfen, dass wir das, was wir zu tun haben, managen können. Die Arbeit ist dieselbe. Aber er kommt uns zur Hilfe und er sagt: Hey, ich bin hier und ich bin an deiner Seite und ich helfe dir bei dem, was du zu tun hast. Und egal in welcher Situation wir auch stecken, wir sind keine Sklaven mehr. Wir haben nicht nur eine Aufgabe und werden irgendwann dafür zur Rechenschaft gezogen, sondern wir haben eine Aufgabe und haben einen Gott an unserer Seite, der uns führt und leitet und der uns hilft, alle Dinge zu tun, die wir zu tun haben. Ist das eine gute Botschaft? Wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert, der seinen Sohn zu uns gesandt hat. Aber. Ich lese nochmal Vers 2 und 3 und manchmal habe ich so das Gefühl, wir geraten unwahrscheinlich leicht in eine Situation des Bestechens. Wir wollen Gott irgendwie bestechen und denken, wenn wir das eine oder andere tun, dann wird Gott uns segnen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon mal darin erwischt habt, und zwar in Vers 2 bis 3 steht, siehe ich Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Und wenn man das jetzt so oberflächlich liest, dann würde man meinen, dass Paulus hier meint: Wenn du dich nicht beschneiden lässt, dann gefällst du Gott. Oder? Das ist doch das, was da steht. Wenn man sich nicht beschneiden lässt, dann ist das gut. Aber das ist hier nicht damit gemeint. Hier steht nicht: Wenn du dich nicht beschneiden lässt, dann freut das Gott. Weil das verleitet uns dann zu den Dingen, die ich gerade genannt habe, etwas zu tun, um etwas von Gott zu erhalten. Habt ihr euch da schon mal erwischt? Ganz ehrlich. Also ich habe mich selbst schon erwischt und ähm, man tut etwas und denkt, okay, das gefällt Gott und wenn ich das tue, dann segnet mich Gott. Aber so funktioniert das nicht. Ich habe schon sehr oft mich mit Menschen unterhalten, die gesagt haben, ja, weißt du, ich bete und ich faste, weil ich möchte Gottes Hand bewegen. Ich glaube da nicht dran. Nicht, dass Gott seine Hand nicht bewegt, weil wir beten und fasten, sondern dass er es tut, weil wir es tun. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so diese Art des Bestechungsversuches an Gott, wo man sagt: Hey Gott, wenn du das tust, dann, ich faste, dann, dann werde ich mich hinknien und werde beten, werde ohne Unterlass dich suchen. Ja, ich werde, werde schauen, dass ich dich. Großmache und, und, und. Und das ist ja auch das, warum Paulus das hier schreibt. Die Juden hatten genauso einen Gedanken. In der damaligen Gemeinde, in, in, äh, hier im Galaterbrief, war es genau so. Die Leute dachten, hey, ich lasse mich beschneiden und dann gefalle ich Gott. Und wenn ich was für Gott tue, dann kommt Gottes Gnade zu mir und dann werde ich von seiner Gnade profitieren. Aber Vers 3 und 5 sagt ganz klar, dass es nicht darauf ankommt für das, was wir tun. Es steht hier, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Sind wir frei? Sind wir frei? Verhalten wir uns wie Freier? Und das ist doch hier die Frage. Nicht weil Gott etwas für uns tut, tun wir etwas für ihn. Und auch nicht... Wir tun etwas, damit er uns etwas tut, weil das ist eine Gegenleistung zu erwarten. Und eine Gegenleistung, die ist im Geschäftsleben. Im Geschäftsleben muss ich für das Geld, was ich bekomme, etwas tun. Richtig? Bei Gott ist es nicht so. Und hier steht im Vers 2 ganz klar, auch wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Das heißt, egal was wir versuchen zu tun, wenn wir uns beschneiden, wenn wir die Gesetze einhalten, wenn wir die Feiertage einhalten, dann wird das nicht die Gnade Gottes in unser Leben bringen. Wir können noch so viel tun, aber es wird niemals die Hand Gottes bewegen. Wieso? Weil Jesus alles bezahlt hat. Wir können es nicht mehr bezahlen. Und das ist der springende Punkt. Wir können noch so viel tun, aber Jesus hat schon alles bezahlt. Und wie? Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat am Kreuz alle Schuld und Sünde auf sich genommen. Egal was wir auch tun, wir können nicht das Erlösungswerk Jesu irgendwie bezahlen. Das funktioniert nicht, weil Jesus hat schon alles bezahlt. Verstehen wir jetzt, worum es geht? Gott ist keine Bank. Gott ist kein Automat, in dem ich etwas hineinwerfe und sage: Herr, jetzt suche ich das oder jenes und du wirst mir das geben und ich tue das und das für dich. Nein, Gott ist Jemand, der uns schenkt ohne Bedingung. Das ist Gnade. Gnade bedeutet, dass wir nichts dafür tun können, dass wir nicht dafür bezahlen können, weil schon ein anderer für uns bezahlt hat. Jesus hat alles vollbracht, heißt es. Das. das heißt, es gibt keine Gegenleistung für dieses Geschenk. Das Geschenk können wir nur annehmen. Wir können nur sagen: Ja, ich nehme, ich empfange Herr. Und. In Vers 3 sagt Paulus eigentlich dasselbe, nur in einer anderen Form. Er sagt: Ich bezeuge nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Und wieso sagt er uns das? Er möchte, dass wir von dieser Denkweise eines Sklaven, also die Denkweise, dass wir Gott etwas schulden, wegkommen. Und er möchte, dass wir die Denkweise bekommen eines Kindes dass wir empfangen können, dass wir nicht etwas tun müssen, um etwas zurückzuempfangen. Gott möchte nicht, dass wir uns als Schuldner fühlen vor ihm. Versteht ihr das? Gott möchte, dass wir uns frei fühlen. Aber sehr oft ist es doch so, dass wir aufgrund des Werkes, das Jesus für uns getan hat, sehr oft auch in diese Situation kommen zu sagen, ich muss jetzt etwas für Gott tun. Soll ich das noch nie passieren? Man fühlt sich irgendwo verpflichtet. Aber Gott möchte Kinder und keine Schuldner. Und dann kommen wir auch in die Situation der Dankbarkeitsethik. Und zwar, Gott hat für mich so viel getan, deshalb muss ich mein ganzes Leben für Gott etwas tun. Und man kommt so schnell in diese Situation hinein des Tuns und sagt ja, ich möchte mein Leben Gott weihen, was ja nicht verkehrt ist, versteht mich nicht falsch. Wir wollen, dass jeder so viel wie möglich für Gott tut. Aber aus der richtigen Motivation heraus. Nicht weil man denkt, ich bin ein Schuldner vor Gott, sondern weil man denkt, ich bin ein geliebtes Kind von ihm und er hat alles für mich hingegeben und diese Liebe, die in mir ist, die drängt mich dazu für Gott etwas zu tun. Und so schnell kommen wir in diese Dankbarkeitsethik, wo wir sagen, nein, Gott hat für mich etwas getan, also muss ich etwas für ihn tun. Und was passiert in dem Moment? Wir leben als Schuldner vor Gott und sind nicht frei. Frei können wir nur sein, wenn wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Und das, was er für uns getan hat, das hat er aus, Dankbar aus äh, freien, freier Entscheidung getan. Das heißt also, wir kommen nicht in die Situation, dass wir uns Sklaven fühlen und sagen, ich muss das tun, sondern wir kommen in diese Situation zu sagen, ich bin ein Kind Gottes und ich darf das tun. Das heißt also, Gott möchte, dass wir eine Einstellung haben eines Freien und nicht eines Sklaven. Habt ihr schon mal versucht, Gott zu gefallen? Wie schnell passiert das? Es passiert so schnell. Man hat. Das Gefühl, dass Gott war so großzügig zu mir, also muss ich jetzt irgendetwas zurückgeben, ich muss irgendetwas zurückzahlen. Das Geschenk, was Gott mir gegeben hat, möchte ich irgendwie wieder gut machen. Und dann kommt man und fängt an und es ist eigentlich mehr ein Geschäft, als dass man erkauft ist und anerkannt als Kind Gottes. Im Geschäftsleben müssen wir zahlen für das, was wir bekommen. Bei Gott müssen wir nicht zahlen. Es ist echte Dankbarkeit und die äußert sich nicht mit dem Gefühl, etwas zurückzahlen zu müssen. Der zweite Grund, also die Dankbarkeitsethik falsch ist, ist, sie schmälert den Opfertod Jesu. Das heißt, wenn wir anfangen, Gott etwas zurückzugeben geben zu wollen, dann ist es so, als würden wir den, den Tod von Jesus überhaupt nicht anerkennen. Weil Jesus hat ja schon bezahlt. Also können wir nicht bezahlen. Das heißt also, Jesus hat es vollbracht am Kreuz. Und diese Gnade ist für jeden Einzelnen von uns ohne Anstrengung. Sie ist da. Der dritte Grund, wieso die Dankbarkeitsethik falsch ist, ist, dass der Opfertod Jesu nur für die Vergangenheit gültig ist und nicht für heute. Weil wenn Jesus gestorben ist, dann hat das ewig Bestand, auch für uns heute. Jeder, jeder Tag, an dem wir aufstehen, ist die Gnade für uns neu da. Richtig? Also es ist nicht nur ein, eine Sache, die mal irgendwann in der Vergangenheit passiert ist, sondern sie lebt, ist auch noch für uns heute. Was bedeutet das aber im Grunde? Das heißt, wir können nichts tun, um Gott zu gefallen. Frustrierend. Irgendwie frustrierend. Und alles, was wir tun, können wir nicht aus uns heraus tun, sondern durch Gott. Und deshalb heißt es ja auch in Johannes 15, Vers 15: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, egal was wir auch tun, wir brauchen Gott dazu. Jetzt ist es natürlich so, wie schnell kommen wir da in Situationen, wenn ich geduldig zum Beispiel bin, zu sagen: Ja, ich bin so geduldig geworden. Kennt ihr das? Oder äh, ich bin doch kein böser Mensch, ich bin so liebevoll. Das sind die Früchte des Geistes und die Frucht des Geistes, die können wir nur ausführen, wenn Gott in uns lebt. Sonst ist es ein Werk, das wir tun. Sonst ist es etwas, wo wir uns anstrengen zu tun und wir fallen immer wieder in die alte Situation und in die alten Muster zurück. Also Gott möchte, dass wir erkennen, dass wir alles, was wir tun, nur durch ihn tun können. Und nur wenn wir mit ihm verbunden und an ihm angeschlossen sind. Weiter heißt es in Hebräer 13, Vers 21, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch ihn, durch Jesus Christus ist es überhaupt erst möglich, etwas zu tun. Selbst das Gebet des Glaubens, wo wir heute Morgen gehört haben, hat Gott geschenkt. Glaubt ihr das? Also wir können es nicht aus uns heraus. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist auch das, das Problem, wo, wo viele Menschen nicht verstehen, was es überhaupt bedeutet, in Freiheit zu sein. Gott möchte nicht, dass wir Sklaven sind, er möchte, dass wir Freie sind. Das heißt also, dass jeder Dienst, den wir tun, nicht aus Zwang, nicht aus einem Druck herauskommt, sondern davon, dass wir Gott lieben und wissen, wir sind seine Kinder. Wir müssen nichts zurückgeben. Das heißt also, wenn man sich beschneiden lässt, so heißt es hier, und dann werden wir Gott gegenüber schulden. Aber hier ist nicht das Beschneiden an sich gemeint, sondern hier ist gemeint, wenn wir versuchen, Gott etwas zurückzugeben. Das heißt also, alle Schuld ist am Kreuz schon beglichen. Richtig? Hast du das schon angenommen? Hast du schon angenommen, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du jetzt nicht mehr Sklave bist, nicht mehr unter diesem Druck bist, sondern zur Freiheit berufen bist? Und Freiheit hängt von der Gnade ab und im Vers 4 lesen: wir ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Also wir fallen aus der Gnade, wenn wir anfangen, irgendetwas tun zu wollen für Gott, weil wir so dankbar sind, dass wir das zurückgeben wollen, was er uns gegeben hat. Und es sind schwere Worte heute morgen, ich weiß, aber das müssen wir uns mal ganz neu auch wirklich, vor Augen halten, denn es geht nicht darum, sein Gesetz zu erfüllen, es geht auch nicht darum, ihm etwas zu geben, sondern es geht darum, von einem Sklaven zu einem Freien zu werden. Frei von all dem, was uns bindet, von all dem, was wir denken, Gott zurückgeben zu müssen, weil es ist Gnade, die Gott uns schenkt. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Gnade ist unverdient. Gnade kannst du nicht verdienen. Die schenkt Gott. Und entweder du nimmst dieses Geschenk an oder das war's. Du kannst dich nicht anstrengen und jetzt versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Du kannst dich nicht anstrengen und versuchen, so gut wie möglich Gottes Willen zu tun, damit du ihm gefällst. Denn es ist Gnade, es ist ein Geschenk. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich. Was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Und hier sagt Paulus im Endeffekt: Hey, ich habe so viel für Gottes Reich getan. Ich habe geschuftet. Ich habe gearbeitet. Aber es war Gott, der das gemacht hat. Es war nicht ich. Und wie oft werde ich gefragt und dann wird mir gesagt: Ja, Joe, wie machst du das? Du bist in der Arbeit, du, du machst dann noch Gemeindedienst, du machst dies, du machst jenes. Jetzt bin ich ich. Es ist Gott, der das wirkt in mir. Und so ist es Gott, der in uns wirkt. Es sind nicht wir. Es sind nicht wir, die irgendetwas tun. Es sind nicht wir, die wir uns auf die Schultern klopfen können und sagen können: Wir haben das so toll gemacht. Es ist Jesus. Der in uns wirkt, der uns die Kraft schenkt. Freiheit. Was bedeutet Freiheit? Was bedeutet Gnade? Wir werden nicht frei und aus Gnade leben, wenn wir Gott etwas zurückgeben wollen. Das denke ich, haben wir jetzt verstanden. Das heißt also, wir können in der Freiheit leben, wenn wir Gottes Gnade annehmen und das Geschenk annehmen. Und nicht ein, uns als Sklaven fühlen. Aber wie, ich komme noch einmal zurück zu diesem Beispiel mit dem Kinderzimmer. Und so habe ich vorhin gesagt, dass die Kinder es nicht gerne alleine gemacht haben. Möchtest du alleine etwas tun? In Gemeinschaft ist es leichter, oder? Ähm, es, Gott hätte jetzt sagen können, okay, ihr seid jetzt meine Kinder und entweder ihr macht das, was ich euch sage, oder es knallt. Richtig? Aber Gott hat es vorgezogen zu sagen, hey, ihr seid jetzt meine Kinder und ich komme auf diese Erde, ich schicke meinen Sohn, damit er mit euch geht, damit er für euch ein Vorbild ist, damit ihr es nicht alleine tun müsst, sondern er geht allem voran. Und es geht noch weiter, als Jesus dann in den Himmel aufgestiegen ist, hat er sogar gesagt, hey, ihr seid jetzt auch nicht mehr alleine, sondern ich sende den Heiligen Geist. Wer ist von neuem geboren und hat Jesus in seinem Herzen? In seinem Herzen lebt der Heilige Geist. Das bedeutet, dass die Kraft Gottes in deinem Herzen ist. Und egal was du tust, es ist durch die Kraft Gottes. Und es ist so, wie in Galater 4, lest ruhig den Galaterbrief, es ist zwar ein bisschen schwieriger zu lesen in einigen Stellen, aber Galater 4, hier wird von Hagar und auch, dem Ismael gesprochen und dann auch von Isaak, also die Söhne von Abraham. Und hier sieht man, wie Ismael ein Kind der Sklaverei war. Er wurde ja von der, von der Hagar geboren. Und hier steht, dies hat einen bildlichen Sinn. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Und das zweite ist, in 4, 26 und 31, dass Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Das heißt, wir sind durch Abraham, durch den Glauben, sind wir freier geworden. Verstehen wir das? Und das bedeutet genau das, was ich am Anfang als Beispiel genannt habe: Gott ist auf diese Welt gekommen um mit uns das zu tun, was wir für ihn tun sollen. Wir sind befreit, weil er auf diese Welt gekommen ist und weil er uns dieses Geschenk gemacht hat. Aber das heißt aber, wir müssen auch in den letzten Tagen auf Gott warten, wie Freier. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier steht, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Warten wir? Auf Gott als Sklaven oder als Freier. Und das ist die Frage: Sind wir wir sind heute so nah an der Wiederkunft Jesu als noch nie zuvor, richtig? Und wir sind so nah da, vor Gottes Gericht, aber auch nicht nur vor seiner Wiederkunft. Und es kann jeden Augenblick passieren. Und die Frage ist: Leben wir hier als Freie oder leben wir als Gebundener? Leben wir so, dass wir sagen, wir müssten etwas für Gott tun? Oder sind wir seine Kinder geworden? Die wissen, dass er mit uns ist und dass er uns führt und leitet. Ich möchte mit Galates 2, Vers 20 sagen: Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist die Botschaft heute Morgen: dass wir nicht mehr unser eigenes Leben leben, sondern dass wir Christus leben. Weil wenn Christus in uns lebt, dann ist die Sache, alles, was wir tun, viel, viel einfacher. Amen. Aber es ist alles Theorie oft. Ne? Wie oft komme ich in diese Situation, wo ich Gott gefallen möchte? Wie oft komme ich in die Situation, wo ich irgendetwas tue, um Gott irgendetwas zurückzugeben? Und das passiert mir auch. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich damals aus diesem Leben, aus diesem alten Leben herausgeholt hat. Du auch? Und ist das nicht manchmal so, dass man aus, aufgrund dieser Dankbarkeit immer wieder auch in Situationen kommt, wo man sagt, ich kann jetzt nicht das lassen, ich muss für Gott etwas tun, ich streng mich an und ich möchte ihm gefallen? Das geht so schnell. Und jeder, der Eltern hat, wo, wo man ähm, ja, gefallen musste, ist da vielleicht noch ein bisschen stärker in der Situation. Aber Gott möchte dass wir wissen, dass der Heilige Geist in uns ist und dass er uns hilft, dieses Zimmer aufzuräumen. Er hilft uns, unser Leben in Ordnung zu bringen. Er steht nicht abseits und stellt irgendwelche Forderungen, sondern er ist mitten drin in unserem Leben und er lebt in deinem und in meinem Herzen und er hilft uns dadurch. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns lebt. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass wir nicht mehr Sklaven sind dass wir nicht mehr in dieser Situation gefangen sind, ich muss etwas für Gott tun, sondern dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes und ich möchte alles zur Seite schieben. Und dann können wir mit Galater 3, Vers 5, der euch nun der Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut erst durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben. Also durch die Predigt vom Glauben können wir das tun, was wir tun. Also wir brauchen Glauben in unserem Leben. Hast du glauben? Lasst uns heute morgen wirklich auch ja wirklich zu Gott kommen und sagen Herr, ich möchte nicht dieser Sklave sein. Ich möchte nicht das Gefühl haben, ich bin gebunden. Ich möchte nicht das Gefühl haben, etwas tun zu müssen, weil du etwas für mich getan hast, sondern ich möchte aus Liebe das tun, was ich für dich tue. Das ist der Schlüssel. Und das funktioniert nur, wenn wir in Beziehung mit ihm sind. Je mehr wir in Beziehung mit ihm sind, desto mehr wissen wir, dass er uns nahe ist. Je mehr wir Gottes Wort lesen, desto mehr wissen wir, dass er in unserer Seite ist. Und dann wissen wir auch, dass wir nichts mehr alleine tun müssen. Und wie oft sind wir ausgebrannt gewesen und kaputt, weil wir irgendwelche Dinge gemacht haben für Gott, weil wir so dankbar sind. Und nicht gemerkt haben, dass wir es nicht aus seiner Kraft getan haben. Seid ehrlich, noch nie passiert. Kaputt, fix und fertig. Man weiß nicht mehr, wie man alles schaffen soll. Aber wenn wir uns als Kinder Gottes sehen und der Geist Gottes in uns wirken kann, dann kommt die Kraft. Aber dafür müssen wir angeschlossen sein. Amen.